Master Flux. Das Schlauchsystem wird in einem Paket bestehend aus zwei separaten Schläuchen geliefert. Ein grüner Gummianschluss ist an dem ersten Schlauch angebracht. Das grüne Teil von dem Schlauchsystem entfernen und den Schlauch an den ersten Anschluss Mixed Gas Outlet am Gerät anbringen. Das Schlauchsystem wird mit vier grünen Halterungen, die mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet sind, geliefert. Montieren Sie eine der Halterungen an der Seite und eine im unteren Bereich des Gerätes. Das System ist mit einem Schlauchanschlusssystem ausgestattet. Setzen Sie den ersten Schlauch ein und klemmen ihn auf die zuvor montierte grüne Halterung. Entfernen Sie den grünen gebogenen Anschluss vom zweiten Schlauch. Montieren Sie den Schlauch am zweiten Anschluss Exhaustwaage des Gerätes. Klemmen Sie das Schlauchstück in das Verbindungssystem. Montieren Sie die Maske. Die Maske weist eine Richtung für die Montage auf. Eines der beiden Gummibänder aus der Verpackung an dem Schlauch Exhaustwaage anbringen. Jetzt können Sie die Maske anbringen. Unter der Maske ist der Schriftzug Technoguards und oberhalb des T ist ein Pfeil aufgedruckt. Der Pfeil stellt den Auslass dar, muss also mit dem Schlauch verbunden werden, der vom Exhaustwaage kommt. Befestigen Sie das Gummiband an der Maske auf der Seite, auf der sich der Pfeil befindet. Schlauchmontage: Den Schlauch mit Gummiband an der Seite der Maske mit Gummiband befestigen, dann den Schlauch ohne Gummiband an der Seite der Maske ohne Gummiband befestigen. Die Maske ist richtig montiert. Durch eine falsche Montage der Maske werden die Rückschlagventile ein korrektes Funktionieren verhindern. Befestigen Sie das Schlauchsystem an der Kopfstütze der Behandlungseinheit. Legen Sie dem Patienten die Maske an, während er auf dem Behandlungsstuhl sitzt. Das Schlauchsystem muss mit dem schwarzen Gummiband hinter dem Kopf des Patienten befestigt werden. Montieren Sie eine der grünen Halterungen an der Kopfstütze des Behandlungsstuhls und befestigen Sie das Schlauchsystem über das Verbindungssystem, um Schwingungen der Schläuche zu verhindern. Das Schlauchsystem ist korrekt blockiert und die Länge der Schläuche kann beliebig eingestellt werden. Montieren Sie die Abgasanlage. So sieht die Abgasanlage aus. Im Fall von Master Flux Smart gibt es einen Kunststoffanschluss mit Dichtung, der einen Lesechip mit dem Gerät verbindet. Dieser Chip wird aktiviert, wenn der Schlauch an den Anschluss Exhaust Active Suction angeschlossen wird. Sobald er eingesteckt wird, ertönt ein deutlich hörbares Klick-Geräusch. Der nächste Schritt ist den Anschluss des mitgelieferten Systems, das mit einem Absaugkopf endet, an den Absauger der zahnärztlichen Behandlungseinheit anzuschließen, und zwar mit Hilfe einer Kanüle, mit der alle Kliniken in der Regel ausgestattet sind. Oder ohne Verwendung der Kanüle, auf die gleiche Weise wie dargestellt. Denken Sie daran, die Metalldüse zu schließen und den mitgelieferten Saugknopf zu öffnen. Die Absaugvorrichtung der Behandlungseinheit muss zwischen dem Mindestwert und der Hälfte der Durchflussmenge geöffnet sein. Mit dieser Methode ist es möglich, auf der Anzeige der Maschine zu erkennen, dass wenn die Absaugung der zahnärztlichen Einheit geöffnet wird, der Vakuumwert steigt. Der Chip zeigt an, wie viele Liter pro Minute das Gerät ansaugt. Stellen Sie die Absaugung der Behandlungseinheit so ein, dass der gleiche Wert an Litern pro Minute erreicht wird, der über das Master Flux Smart Gerät an den Patienten abgegeben wird. Aktivieren Sie das Absaugsystem erst, nachdem Sie die Menge an Litern pro Minute ermittelt haben, die der Patient atmet, und nicht vorher. Auf diese Weise wird das gesamte Gasgemisch, das der Patient nicht einatmet, in den Absauger befördert. Eine andere Möglichkeit, um das, was der Patient nicht atmet, abzuleiten, erfolgt durch den Anschluss des schwarzen Schlauchs an Exhaust Passive im unteren Bereich. Auf diese Weise wird der gesamte Überschuss in den Absaugschlauch befördert und kommt heraus. Der Schlauch sollte in einem menschenleeren Raum montiert werden, oder aus dem Fenster nach außen,